Sieht eigentlich ganz brauchbar aus, denke ich, aber für uns. Einziges, ja, vier deutsche Cruiser halt, ne? Mit Hydro. Bei mir möchte Ansonsten er gerade sollte gar es nicht laden, jetzt fängt er an. eigentlich gehen. Weil ich bin durch. Fahren wir Richtung B? Ich habe noch gar Direkt. nicht geguckt, wo wir spawnen. Bei C. Ja, auf jeden Fall. Hätte ich direkt hochfahren wollen eigentlich. Hallo, Spiel. Achso, jetzt kann ich spielen. Und ohne russische Cruiser, trotz 0,54. Die haben sich alle schon hochgekauft. Unglaublich, ey. Gefechtsstation. So, schauen wir mal, ob du das Spiel noch kannst. Ah, ich habe doch erst vor Weil die anderthalb Pause Wochen oder davor so mal eine größer Runde war, stimmt. gespielt. Das Gute ist, die Nikolas ist halt ewig weit sichtbar, die hast du halt nicht. Also Nikolas sehen wir über 6 Kilometer, wahrscheinlich auf 7 oder so, genauso wie mich halt Okay. auch. Das heißt, wir müssen einfach hoffen, dass keiner von denen zu B fährt. Dann können wir danach vielleicht irgendwie C holen. Den Nagato sieht man halt vom Spawn aus. Und wie gesagt, ab 5 Kilometern hast du ein Problem gegen die deutschen Cruiser, weil so weit geht das so nah. Okay. Ja, so nah will ich eigentlich eh nicht ran. Beziehungsweise die Hydroacoustic Search. Ja gut, ich muss ja so nah ran, smoke mich dann halt daneben, weil meine Torps halt nur 6,4 Kilometer Reichweite haben, ne? Stimmt, ich hätte meine waren 8, okay. War mir klar, so, ich hatte ja das eine Ding da Die geskillt. Hatsu ist in A drin. Wenn die eine York hier tatsächlich runterfährt, Okay, die andere Torp DD ist gewinnen. auch aufgeklärt. Ja. Möchte ich ihn jetzt beschießen? Ich nicht. Eigentlich nicht. Der ballert dann dahinter, Ich was kann zieht sich nicht halt mal, ich Schüsse habe nicht raus. mal die Welche Reichweite Maran ist davon. das? Ich wundere mich die ganze Zeit, was das für ein wummerndes Geräusch ist hier, Wer ein Maschinengewehr entdeckt hat. ey. Ja, ist halt echt so. So. Wie knapp hat denn der A abgebrochen? Ja, Ist er irgendwas hat. rausgefahren? Nee, Oh, ich. lol. Entweder Ist das oder keiner irgendwas hat ihn zerstört. getroffen, okay. Ich versuche mal die York zu torpen hier vor uns. Die fährt ja nämlich richtig gut gerade. Stimmt. Drehst du nach rechts dann ab, dann kann ich da. Nee, Wobei. ich drehe nach links, sondern. Ich möchte nämlich dahinter die Links hinter. Scheiße ist, dass sie jetzt nicht sichtbar ist gerade. Okay, gucken wir mal, was passiert. Ich wirf meine einfach noch mal ein bisschen weiter nach rechts. Ja. Sieht gut aus. Wenn sie weiterfährt. Ja, versucht abzubremsen, aber einer trifft ihn mindestens von mir. Oh, und hier kommen welche vom Norden von der Hatsu. Ich guck mal, ob ich A kriege, weil die Hatsu ist down. Wunderbar. Hey, hier fliegt was über mich drüber. Hast du die auch noch mal getroffen, die York? Leider nein. Schade. Na gut, der hat sich dann gedreht, ne? Unser Ja. Team hat die Führung übernommen. Mal gucken, ob jetzt hier die Aoba und die Oma hier reinkommen wollen. Scheinbar nicht. Ich denke, das können wir relativ frei capturen. Das einzige Problem ist, unsere Colorado da unten im Süden jetzt vollkommen alleine gegen alles ist, weil unsere. Ja, gut, aber die müssten ja hier B und A holen. Die Königsberg hat auch eine Königsberg versenkt, das ist halt auch nice. Uah, die Eroberer ist super nah mir dran. Schrammt quasi in meinem Erkennungsbereich vorbei. Maschinenboost deaktiviert. Und mein Boost ist jetzt over.
Wenn die mal die Cruiser da deleten könnten, wäre das halt richtig nice. Ja, und so mit der Kase kassiert. Ja, die war auch viel zu nah drin. Ja, die sind wieder rumgefahren, diesen komischen Felsen, ne? Ja, ja. Unsere York-Freundin kommt zurück. Ah ja. Ich guck mal, ob ich irgendwie an die New Mexico rankommen kann. Weil wenn die Kreuzer jetzt vor der wegfahren tatsächlich. Waren zu weit auseinander. Oder ich beschieße die einfach und steck die in Brand. Auf dich wird geschossen? Nee. Nee. So, also, passt so exakt die Richtung. Hinter mir quasi. Ich schieße jetzt. Da haben wir gleich auf dich geschossen. Nicht den Freedom Shells. Die keinen Schaden machen in Mexiko. Hey, die York kommt tatsächlich jetzt auf mich zu. Ja, ich mach keinen Schaden mit Feuer. Fliege. Ja, jetzt kann die auch natürlich mega easy aus. Ah, da fliegt genau der Flieger drüber. Die Omaha beschießt mich mit. Au, au, au. Lol. Lass mich alle in Ruhe. Hey. Das funktioniert, Björn. Ja, sie muss die eigentlich mega früh gesehen haben, die Torps. Die Omaha schießt mit AP auf mich. Warum eigentlich? Was habe ich da getan? Problem ist, dass der Flieger noch da ist, ne? Hm. Ja, keine Ahnung, bei der Omaha kann ich jetzt nichts machen. Ich versuche mal, ob ich hinter der New Mexico hinterherkomme. Will eigentlich eine Möglichkeit da hinten zwischen diesen Inseln kämpfen, weil da ist eine Colorado, ist da auch noch. Und aus dem Süden, die müssen ja auch noch fuck irgendwann it. Hochkommen. Oh fuck, fuck it, oh fuck it. Müssen wir mal gucken. Warum? Hallo, hier ist kein Berg! Der weitet sich aber untergründig aus, quasi. Ja, toll. Du bist doch da eh nicht mehr sichtbar, oder? Ja, aber die weiß, dass ich hier festgefahren war. Ja. Aber die schießt trotzdem mit AP auf dich. Guck, wo der hinschießt. Alles an dir vorbei. Nice. Die York teamkillt erstmal die Ober. Kann man mal machen. Ich hab jetzt gleich eine Colorado vor mir. Du müsstest so, ja, die relativ wenig Leben. Ich überlege, ob ich schon auf die schießen soll. Wegen Feuer. Das Problem ist halt, dass die Omaha noch hinter oder neben mir ist. Mhm. Ich habe mal eine Torpladung auf die geschossen. Von mir gehen auch Torps auf die Omaha. Ja, dreht ab. Lol. Irgendwas hat die ziemlich heftig getroffen. Wahrscheinlich unsere New York, die da hinter uns kommt. Ja, keine Chance für mich. Bin außer Reichweite. Nice, Tactical Beaching initiated. Oh, treffen deine Torps, der letzte da? Nee. Nee, müssen eigentlich nicht. Wir müssen hier aufpassen, dass die hier nicht kippen. Ich bin aufgeklärt. Nee, jetzt nicht mehr. Keine Ahnung, warum ich eben aufgehört habe. Nikolas ist vor uns dann, ne? Ich beschieße ja, jetzt. Ich weiß. Omaha ist nämlich down. Hast du sie getroffen einmal auf jeden Fall? Irgendwas hat... Zwei Ausfälle habe ich erzeugt. Sein Antrieb ist auf jeden Fall kaputt. Können die reparieren? Scheinbar nicht.
Vielleicht hat er gerade erst irgendwas gerappt. Hallo, schießen? Ein Gefake, dass er nicht mehr fahren kann oder so. Ganz ja, gut funktioniert. Jetzt ist das Ruder zerstört. Schön. Wir haben einen gegnerischen Zerstörer versenkt. Hä? Ein Torb? Was? Da kommt ein Torb! Von der York oder was? Oder aber ein einzelner! Vielleicht hat er irgendwas getroffen vorher. Muss ja irgendein Wrack getroffen haben. Da war ja sonst nichts. Oh shit, Mexiko. Das hätte ich jetzt nicht machen sollen hier. Nebel? Hab ich nicht mehr. Vielleicht. Die Yorks ist noch hier. Aber da sind eigentlich unsere anderen ja auch alle. Die Gegner sind mega verstreut. Ich bin halt so gut wie down, ist das Problem. Wie fährst du? Weil du bist da eh nicht ankommen lebend. Meine zwei von meinen Türmen sind halt komplett kaputt. Top, jetzt, wenn du geradeaus weiterfährst, dürfte da nichts passieren. In 8 Sekunden habe ich halt nochmal Torps. Also ich nehme sie mit, wahrscheinlich. Ne, nicht ganz. Okay. Er hat repariert auf jeden Fall. Er hat aber. Ja, du hast Torps wieder hintereinander weggeschossen, ne? Ja. Fahr doch näher ran erst. Torp ihn dann. Ja, ich war ja schon auf 4,5. Ja, näher. Hast du noch Nebel? Unser Sieg ist in Sicht. Aber trotzdem gutes Spiel eigentlich. 2 Teilcaps, 1 Kill. Wir müssen es als gewinnen noch. 50.000 Schaden gemacht. Ja, wenn du jetzt die New Mexico versenken könntest, ist es eigentlich so gut wie gewonnen. Also ich würde näher ranfahren, der Nebel ist ja dazwischen. Der kann ja nichts machen gegen dich. Er sieht mich ja jetzt schon wieder. Ja, deswegen ja in den Nebel fahren. So fährst du parallel zu ihm und er kann dich super einfach beschießen. Wie gesagt. Guck mal, ob deine Torps treffen. Scheint dir jedenfalls noch nicht gesehen zu haben, er fährt stumpf weiter. Ne, er dreht rein, aber sieht trotzdem gut aus. Er kommt eventuell genau zwischendurch. Einer könnte treffen. Ne. Er kriegt von unserer Colorado jetzt eingeschenkt. Ist down. Fahr ich mal wieder B holen? Fahr B einfach, also versuch einfach nach Süden durchzufahren, zu cappen. Die meisten Punkte. Einmal das und zum anderen wir... Gewinnen wir's. Gewinnen gerade, hart, ja. Unsere Battleships haben ausnahmsweise immer gut gespielt, wenn ich nicht selber eine Battleship spiele. Das ist schon... bedenklich eigentlich, aber gut. Ich fahre möglichst weit links, weil die Königsberg fährt auch nach Süden. Und wenn du noch hast, benutzt deinen Boost. Gerade deaktiviert. Okay. Guck mal, unsere Colorado müsste eigentlich die New Mexico noch versenken können, hier oben. Zumal unsere New Mexico auch noch daneben rumfährt. Free Camera. Wenn ich halt beide Torpedosalven getroffen hätte, auf die New Mexico wäre besser gewesen.
Fahr dann außen zwischen den kleinen Inseln, also zwischen diesen zwei Inseln zwischendurch am besten. Die Zeit hast du. Nicht, dass die Königsberg dann von irgendwo da von der Seite kommt. Ist auch nicht so ganz langsam. Wobei ich die eigentlich sehen müsste, bevor sie mich sieht. Ja. Aber wenn sie halt hinter der Insel vorkommt, dann wäre halt kacke für dich. Das stimmt. Ist das auch down? Ja. 900 zu unter. Hallo, was? Ach, ich, wo drehst du denn hin? Nicht aus. Erstmal eindrehen. Also die beiden müssten eigentlich nur am Leben bleiben. Dann sollte es überhaupt kein Problem sein. Selbst wenn die beiden sterben. Wobei, ja, ich habe halt kein Leben mehr. Wenn ich die König zeigt mich nicht, dann... Die sind halt jeweils minus 60 Punkte, glaube ich, oder so. Ich glaube, ich komme hier nicht mal mehr in den Cap rein. Rein schon. Frage ist, ob du durchcappen kannst. Außer die Königsberg fährt jetzt in B oder so. Dann wird es halt nicht funktionieren. Selbst dann machen wir noch genug Punkte. Ja gut, wir werden dann nur noch den Punkt von einem Cap ja bekommen, also es wird trotzdem reichen, aber wenn dann noch wer sterben würde parallel, ich gehe immer vom schlimmsten und dümmsten meiner Teammates aus, ne? Weißt ja. So, ich bin noch reingekommen. Ja, sehr gut, wir haben sehr gut. Einmal in den Cap gefahren. Hm. Ah, doch noch irgendwie 2000 Schaden durch Flutung und Brand gemacht. Ja, okay. Ja, Brandschaden, 1800. 717 durch Wassereinbruch. Und also die HE ist eigentlich echt nice. Ich habe 13.000 HE-Schaden mit 75 Schuss. Nice. Ist schon ziemlich gut. Ja, schönes Game.